Hallo, schlechte Netzverbindung. Moment, ist aber live. Also Leute, hallo, hallo, hallo. Mir hat es gerade angezeigt, schlechte Netzwerkverbindung, obwohl mir da extra so ein, was weiß ich, so wie so ein zweiter Router oder irgendwie so ein Verteiler. Jetzt hoffe ich aber, dass das hält. Also, meine Lieben, guten Morgen, ja, Mahlzeit, fast Mittag. Hier ist wieder die Iris Riedel von Unique by Iris. Das Video heißt Glitzer mit über 50. Also, ich habe schon Stimme gehört, da meine manche, ja, mit 40 soll man kein Glitter mehr tragen. Ich bin der Meinung, jeder trägt das, was ihm gefällt. Mir gefällt Glitzer und deswegen mache ich das schon mit Mitte 50. Also, ich zeige euch gleich, was wir heute machen. Ich zeige euch die Farbe. Primer habe ich schon auftragen und wir machen die Sprühfoundation. Das ist Trusting und Nimble. Da seht ihr schon, das ist ja mein Allerwelts Dings. Okay. Sprühfoundation, Kabuki, Pinsel, Rukizuki mit Kabuki. Schütteln. Primer, wie gesagt, ist schon drauf. Und zwar der Feuchtigkeitsprimer. Trockene Haut. Für alle Hauttypen, aber der spendet noch mehr Feuchtigkeit. Seht ihr, ich mache das jetzt so. Na, also bitte nicht so ins Gesicht sprühe. Kann man alles machen, aber das Bad ist dann versaut. So. So, jetzt soll man das ein bisschen mehr so auftupfen. Nicht stören lassen an Geschmatze. Der Hund liegt hier und schmatzt. Man muss das ein bisschen schneller verteilen, weil das schnell trocknet. Also schneller wie normale. Mit Concealer mache ich heute nicht viel rum. Ich habe das gestern wieder versucht. Also ich finde irgendwie immer, wenn man älter ist und man macht da zu viel, ich mache das hier jetzt an das Auge. Ganze, dann tut es die Aufmerksamkeit noch mehr auf die Falte lenken. So. Ja, man kann da ein bisschen Concealer zum Abdecken. Seht ihr da kleine Unreinheit? Ich habe jetzt mein Make-up-Licht von meiner Nichte woanders hin, weil mein Mann gesagt hat, es war viel zu hell, wenn du vorgehst und man sieht nichts mehr, das hat gar keinen Sinn. Also gut. Also gut, habe ich es jetzt hier an die Seite hin. So. Jetzt machen wir aber erstmal Augenprimer. Minimal. Glaubt mir, wenn ich sage, Unique ist sehr sparsam in der Anwendung. Kannst alles aufbauen, aber wenn zu viel machst, sieht es einfach überladen und blöd aus. So. So, jetzt ein bisschen Concealer. Da habe ich Velour. Ist schon fast ein bisschen leer. Mal jetzt auch nur so ein kleines bisschen. Ich habe mir in der Purple Week diesen Pinsel gekauft. Der ist super. Nämlich diese Spitze für Concealer. Das kleinere Ende. Nur so auftippe. Concealer nicht verreibe, sondern so überall an meine Unreinheiten. Noch nicht richtig verteilt. Okay. So lang, das lassen wir jetzt ein bisschen einziehen, trocknen. Und so lang machen wir Rouge. Sisterli.
meine Lieblingsfarbe eigentlich, ja. Wo sie lächeln. Seht ihr, ist schon fast ein bisschen viel. Oh, oh, oh. Aber das tun wir nachher verblenden. Kein Problem. Nur nicht noch mehr draufladen. So. Tun wir aber vorher unsere Wimpern biegen. So. Zähle ich in mir leise bis 30. Bin gleich fertig. Seht ihr den Unterschied, wie die jetzt schön gebogen sind? Nicht so. Nicht reise natürlich und nie, 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 niemals mit getuschte Wimpern. So. So. Okay, Trusting ist ein bisschen wie, hat so ein sanfte lila Lavendel Touch und glitzert. Ich mag es gern glitzernd hier und außen matt. So, mit diesem Pinsel. Das mache ich jetzt über das ganze Lid. Seht ihr, wie es schön glitzert? Ich finde das auch so ein Quatsch. Sehr gute Freundin von mir. Ihre Mutter war ein bisschen konservativ, die hat zu ihr gesagt, mit 40 soll man keinen kurzen Rock mehr anziehen. Also der Rock war gerade übers Knie. Und diese Beschränkungen, ich finde, man kann heute das Alter von heute 50 Jahre null vergleichen mit früher. Meine Oma hat mit 40 einen Dutt gehabt und ein Kopftuch auf. Also nicht nur Moslems tragen Kopftuch. Also das kann man gar nicht vergleichen. Seht ihr, so glitzert es. So. Nimbel ist so mein jeden Tag. Das passt zu allem. Mal, da ist der Pinsel hier. Da formen wir jetzt die Banane aus. Banane heißt dieses, was ich jetzt hier mache. War jetzt nicht bis ganz vor. Wohl. Machen wir mal so. Damit imitiere ich auch praktisch, weil man im Alter oft Schlupflider hat, die Lidfalte. Seht ihr das? Weil das sieht man ja nicht. Auch wenn ich das jetzt ein bisschen so drüber mache. Sieht das Auge größer aus. Keine Sorge, wird alles schön verblendet. Meine Reichweite in Facebook geht total zurück. Jetzt habe ich gedacht, vielleicht soll die mal mehr Live-Videos. Weiß nicht, an was das liegt. So. Diesen Pinsel. Halt, jetzt machen wir aber erstmal schön hier. Blenden wir mal den Concealer und das Rouge. So. Mein Pinsel hart. Kriegt Sommerfell. So, mit diesem Verblendungs Blending Brush heißt der auch. Übrigens habe ich, ich weiß nicht, ob ihr so guckt, was es im Angebot gibt den Monat, könnt ihr euch Gesichtsmaske, Reinigungstücher
Und Rosewasser oder Grapefruitwasser, Gurke, Lavendel aussuche. Und ihr macht echt ein Schnäppchen. Die Abschminktücher, die nehme ich seit jeher, sind super zum Augen-Make-up wegmachen. Pflege halt auch. Mit Vitamin E, glaub Olivenöl. Also Trusting finde ich echt schön. Verzeihung. Pinsel durch die Gegend geschmissen. So. Wieder hier. So, sehr gut. Jetzt machen wir mal weißer Lidstrich, wisst ihr ja. Mache ich immer so ein Weiß und ja, so lila Hämmer, aber. Weiß und dieser hier ist hellbraun, helleres Braun. Dann weise mal auf die Wasserlinie, um das Auge zu öffnen. Macht den Kajalstrich immer unter den Wimpern, weil das auch das Auge öffnet. Müsst mal schauen, wenn jemand schwarzer Kajal hat und direkt auf der Wasserlinie, das verkleinert wirklich das Auge. Ist überhaupt noch jemand da? Ja, live steht noch da. So. Mal immer nachbessern. Kein Problem. Das ist manchmal echt. Mir passieren manchmal so Dinge. Ich suche schon monatelang den Splash-Lippenstift Snarky. Also den habe ich mir gekauft, plötzlich war er weg. Ich dachte, ach, in Köln vergesse oder. Ich habe schon wirklich 100 Mal unterm Wäschekorb geguckt. Da ist so ein Abstand, da kann alles drunter. Wirklich ganz sicher, der war nicht da. Jetzt habe ich mal einen frisch bestellt, jetzt habe ich ihn gestern gefunden. Das ist so, das Leben der Iris. So, die Wimpern, Primer nehmen wir da. So gebogen. Zweimal dürft ihr schon nehmen, aber nicht trocknen lassen, sonst verklebt. Schaue auch, dass man alle erwischt. Auch die untere mache ich damit. Pflege schadet nie. So. Auf jeden Fall von dem Monatsangebot, da haben wir ja auch eine ganz neue Maske. Ich sag mal für die ältere Generation. Für trockene Haut, weil die Haut wird ja trocken mit dem Laufe der Zeit. Ich glaube, das liegt am Östrogen.
weil das nicht mehr so produziert wird. Und das ist eine Feuchtigkeitsmaske. Ich habe die gestern zum ersten Mal probiert. Super, wirklich total super. Also ihr könnt die 10 Minuten einwirken lassen oder die ganze Nacht. Also gut, ich weiß es nicht, verschmiert man das Kopfkissen oder. Aber das ist total super. Die Haut hat sich hinterher angefühlt total glatt, weich. Richtig toll. Also das wird. Die kommt zu meinen Lieblingen dazu. Meine Lieblinge sind eigentlich die Peelingmaske und die Detoxmaske. Die Perfecting heißt sie jetzt. Hieß früher Detox. Mit Aktivkohle und so. Die Maske von Unique sind insane. Sind wirklich ganz super. So. Wie gesagt, trocken ein bisschen. 4D, mein Liebling. So, zeige ich euch mal bitte nicht so, sondern langsam raus. So, hier so Ansätze, hochdrehen. Offene Munde. So, trocknen lassen. Und auch schon mal. Seht ihr den Unterschied? Knallig, oder? Gut, ich habe jetzt hier Primer drauf, aber Twiggle and Roll. Kann man so lang fortsetzen, wie man es. Wie viel Drama man will an den Wimpern. The only drama I enjoy is on my lashes. Das einzige Drama, das ich genieße, ist an meine Wimpern. Ich finde immer dieses Auge sehr schwierig. So. Wimpern. Kam sehr wichtig, sehr wichtig. Hier sind sie ein bisschen zusammengeklebt. Ist auch ein bisschen viel. So, trocknen, bevor man die nächste Lage drauf macht, trocknen. Wollte eigentlich heute Nachmittag ein Video machen, aber geht nicht, kriegt nur Besuch. So, ja, ich denke, komm heute Vormittag.
So, nochmal durchkämme. So. Also die 4D-Wimperntusche ist nicht wasserfest. Kriegt sie ganz leicht auch runter. Ich mache gern oben drüber einfach die wasserfeste. Kann man mit jeder Mascara oben drüber. So. Jetzt machen wir mal nur hier die Spitze so. Und das Auge zu. Ich weiß nicht, ob ihr Dschungel guckt. Ich guck's, ich finde es einfach cool. Denn die Frauen solche falsche Wimpern. Was denkst du, was denn hier? Wie so Fächer. Man denkt, da muss das Auge ganz schwer sein. So. Kann man hier mit so einem so abputzen. Ich weiß auch gar nicht, ob das von oben richtig ist, aber so geht es irgendwie nicht. So biegt es die Wimpern um, wenn ich von unten hier hingehe. So. So. Wasserfeste. Deckel. Auch ganz super. Also die und die 4D sind meine Lieblings. Die haben auch eine ganz große Bürste. Einfach drüber jetzt wasserfeste. Also nur von unten meine ich. Auch immer gucke, dass man die in den Augenwinkel auch. Dass man einfach alle Wimpern erwischt. So, jetzt machen wir nur noch Highlighter, noch einmal durchfahren. Hier sieht es ärger getuscht aus, muss ich noch mal ran. Kommt der Hund auch schlappt. Ja. Das Post oder was kommt? So, Dele. So. Highlighter, wo ist mein Pinsel? Ich hab da vorhin erst den Pinsel gemacht. Mache ich mit diesem Pinsel und zwar Gentle. Also das ist absolut super tolle Farbe. Wo habe ich das hier? Habe ich schon. So Roségold. Auch schon oft benutzt. Mal mit so einem Pinsel, der ist vorne so ein bisschen ganz weich. Also unter der Brauebügel. Seht ihr mal, wie sparsam das ist, einmal auftrage, reicht für beide Augen. Naja, nicht ganz, aber. Ich sehe noch ein paar schwarze Punkte.
verbessern. So, okay. Also unter der Brauebögen, wichtig. Ich mache jetzt hier direkt auf den Wangenknochen. Hier eine Linie. So, da nehme ich dann nochmal diesen Pinsel. Entschuldigung, mein Bauch. So, super Augenbraue machen wir nicht. Oder sollen wir? Was soll's? Also ich mache das lieber mit dem Puder wie mit dem Stift. Und zwar nicht mit Schwarz, sondern mit Braun. Obwohl ja meine Augenbraue schon schwarz sind, aber seht ihr, einfach so die Stelle auffülle, finde ich, geht viel, viel besser mit dem Pinsel wie mit dem Stift. Machen übrigens, wenn irgendjemand meint, oh, das, was die macht, ist toll, das würde ich auch gern machen. Meldet euch, meldet euch einfach. Ich liebe es, wenn ich andere für Unique begeistern kann. Und ich war auch so ein Typ, ich habe mich früher nicht, gar nicht auskannt mit Schminke. Ich habe jetzt alles gelernt. Wieder ein bisschen so ein bisschen sehr ein arge Klecks gemacht. Aber wie gesagt, man kann alles ausbessern. Ich mache es einfach nur mit der Farbe. Seht ihr, mir ist einfach nur wichtig, dass die Löcher zu sind. Hallo. So, und dann kommt's Markieren. Da sehe ich doch noch ein Loch. Okay. Und das ist das wie Wachs oder was? Das finde ich besonders wichtig. Seht ihr? Doch, meine Augenbraue sind irgendwie, fliege sonst in der Gegend rum. Dann ist mir es echt lieber. Deswegen hat der Pinsel zwei Seiten, mit dem schräge male ich und mit dem mache ich dieses Gel. Gel, könnte man sagen, genau so. So, jetzt kommt der Lippenstift Snarky, der lang ersehnte, der viel gesuchte. Okay, ich nehme da Punchy, heißt es. Punchy, glaube ich, ja. Kann man machen beim Splash, wie man will, Linie oder nicht. Ich sehe gerade, hier ist alles. Mein Augenbraue Puder. Runter. Also, Splash-Lippenstifte sind meine Lieblinge. So sieht er aus, Snarky. Bissle Pflaume, bissle ins Violette gehend und das Trusting ist da auch so. Und anfangen und ganz wichtig trocknen lassen.
Das ist so gebogen, da könnt ihr auch innen in die Lippe rein. Seht ihr so? Na, so, das war's schon, aber natürlich, was wollen wir? Setting-Spray. So, Setting-Spray wirklich wichtig, damit das Make-up im Gesicht bleibt und nicht am Kragen hängt. Obwohl, ich muss sagen, die Sprühfoundation färbt nicht ab, was ich ganz toll finde. Meine Lieblings- Foundation ist Sprüh und Stick. Aber das liegt nicht an der Foundation-Type an sich, sondern das liegt einfach daran, dass ich jetzt bald 55 werde und die Haut, die Liquid Foundation, setzt sich bei mir in der Falte ab und das macht die Sprüh gar nicht und das Stick auch nicht. Also deswegen so, jetzt Augen zu. Achtung, nicht, dass gleich der Hund bellt. Die guckt nämlich schon so, die liegt hier und guckt durch die Ritze am Balkon raus inne und guckt, was außen vor sich geht, unsere liebe alte Dame. So, also, was meint ihr? Kann man in meinem Alter noch glitzern? Ist es zu viel? Sollte man es lieber nicht tun? Übertriebe oder nicht? Schreibt mir einfach, was ihr denkt. Ich freue mich. Falls jemand das Video anguckt, falls jemand zugeguckt hat, ich habe nicht so drauf geachtet. Hier war wieder eure Iris Riedel von Unique by Iris. Danke fürs Zuschauen. Ihr dürft mit dem Video, ihr dürft es weiter teilen, alles damit machen. Also, meine Lieben, ich wünsche euch einen ganz tollen Tag. Ich hoffe, bei euch scheint auch die Sonne, so wie bei uns. Das war mal wieder die Iris Riedel. Tschüss.